Was haben diese Szenen, die Sie hier sehen, mit einer katholischen Messe in Südkärnten zu tun? Menschen in paramilitärischen Uniformen schwenken verbotene Flaggen, um die kroatische Nation hochleben zu lassen. Alkohol fließt in Strömen, Hitlergruß inklusive. Auch heuer pilgerten wieder tausende Kroaten in Südkärntner Bleiburg, um den gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg bei einer Messe zu gedenken. Dass diese Gedenkveranstaltung mittlerweile zu einem der größten rechtsextremen Treffen Europas geworden ist, das zeigt uns gleich Cedomira Schlapper. Und sie geht der Frage nach, warum das alles eigentlich nicht verboten wird. Kroaten aus ganz Europa pilgern nach Bleiburg in Kärnten an der slowenischen Grenze. Hier auf dem Leubacher Feld sollen am 15. Mai 1945 bis zu 500.000 Kroaten von Tito-Partisanen ermordet worden sein. Ein Mythos, der seit Jahrzehnten insbesondere von Exilkroaten und den rechten politischen Parteien des Landes gepflegt wird. Mitglieder der kroatischen Regierung, Würdenträger der kroatischen katholischen Kirche, Kriegsveteranen und Rechtsradikale aus ganz Europa beten und feiern auch gemeinsam. Die Veranstaltung ist als kirchliche angemeldet, wirkt aber wie ein Jahrestreffen für Rechtsextreme. Militärabzeichen, paramilitärische Uniformen, faschistische Souvenirs und christliche Reliquien stehen zum Verkauf. Ist das hier für Sie eine kirchliche Veranstaltung? Genau das. Ein kirchlicher Gottesdienst. Wir beten für unsere Verstorbenen, Getötete. Und das ist alles in Frieden und so. Aber viele singen auch faschistische Kriegslieder. Eigentlich ist es so, dass unter diesem Mäntelchen der religiösen Veranstaltung hier ein faschistisches Regime, ein eindeutig faschistisches, mit Deutschland, also mit Hitler-Deutschland kooperierendes faschistisches Regime hier sozusagen wieder de facto legitimiert wird. Um welche Opfer geht es? Da geht es um gefallene Kinder, Frauen, alte Männer, aber auch die entwaffnete, wie sagen wir, Militär oder so, entwaffnete. Dass die Andacht hier den Militäreinheiten des faschistischen Kroatiens gilt, beweist schon die Inschrift am Gedenkstein. Auf Kroatisch steht dort: Zu Ruhm und Ehren der gefallenen kroatischen Armee. In der deutschen Übersetzung fehlt die Armee. Zum Gedenken an die gefallenen Kroaten, heißt es milde. Ob in Bleiburg im Jahr 1945 nun Soldaten oder Zivilisten getötet wurden, ist dem Präsidenten des kroatischen Parlaments gleich. Wir sind heute hier, um uns vor den Opfern zu verneigen, egal ob das Zivilisten oder entwaffnete Soldaten waren. Sie würden hier ohne Gerichtsverfahren getötet, ohne irgendein Gerichtsurteil. Das können wir nicht akzeptieren. Seriöse kroatische und deutsche Historiker sind aber der Meinung, dass ausschließlich Soldaten am Leubacher Feld zu Tode gekommen sind. Die Massenliquidierungen fanden erst in Jugoslawien statt, wohin die Engländer sie zurückschickten. Soviel ich aus Dokumenten weiß, sind hier auf dem Feld ungefähr 40 Soldaten gestorben. Manche haben auch Selbstmord begangen, weil sie nicht mehr flüchten konnten. An diesem Ort hier gibt es keine Massengräber. Wer waren diese gefallenen Soldaten? Bis 1941 war Kroatien Teil des jugoslawischen Königreichs. 1941 stellte es sich auf die Seite Hitlers und bekam einen eigenen faschistischen Staat, kurz NDH. Staatsoberhaupt Ante Pavelić war gleichzeitig der Anführer der faschistischen Ustascha-Bewegung. Der Ustascha-Staat erließ Rassengesetze und errichtete eigene Konzentrationslager. Das größte KZ, Jasenovac, war eines der grausamsten in Europa, in dem Hunderttausende Serben, Juden und Roma ermordet wurden, berichtet Raimund Fastenbauer von der israelitischen Kultusgemeinde. Häufig wurden Gefangene lebendig einerseits begraben bzw. verbrannt auch in Gruben, und es gab eine Vielzahl von wirklichen Terror, der sogar den Terror in deutschen KZs, wo eben eine gewisse Ordnung auch im Verbrechen, auch in den Vergasungen bestanden hat, übertroffen hat. Die Gräueltaten des Ustascha-Regimes bleiben auf dem Leubacher Feld hinter dem Gedenken an zivile Opfer verborgen.
Welches Gedankengut hier in vielen Köpfen spukt und dass es hier sogar Sympathien für Nazi-Deutschland und seinen Führer gibt, spricht ein Mann ungewöhnlich deutlich aus. Wenn ich heute über Hitler rede, dann sehen das alle negativ. Aber warum? Er hatte eine Ideologie und hat Deutschland groß gemacht. Das, was Hitler damals tat, das tun die heute auch. Die wollen alles vereinern. Und niemand regt sich darüber auf. Hey, wir haben 75 Jahre gebraucht, um einzusehen, dass das ein kluger Mann war, der einfach Ordnung schaffen wollte. Der Bleiburger Ehrenzug organisiert die Massenfeier und pflegt auch Kontakte zur rechtsextremen Szene Kroatiens. Doch für Ordnung und Einhaltung der Gesetze auf österreichischem Boden sei die österreichische Polizei zuständig. Wir haben keinen Einfluss auf die einzelnen Personen, sogar Gruppen, die hierher kommen. Wir haben keine Macht, natürlich jemanden also anzufassen und sagen, stopp, das müssen die anderen machen. Doch die österreichische Polizei macht wenig. Der zuständige Bezirkshauptmann erklärt uns schriftlich, dass die Massenveranstaltung eine kirchliche Feier sei, die er nicht untersagen könne. Die katholische Kirche Kärntens wiederum sieht sich nur für die kirchliche Zeremonie verantwortlich und nicht dafür, was rund um die Messe stattfindet. Es ist klar, wenn das also da einen den Faschismus verherrlichenden Charakter trägt, dann muss das abgestellt werden. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes hat schon 2016 bei der Bezirkshauptmannschaft in Völkermarkt angezeigt, dass Bleiburg jedes Jahr von faschistischen Symbolen überflutet wird, die in Österreich verboten seien. Zum Beispiel mit diesem Wappen. Der Usterscher Staat führte so ein rot-weißes Schachbrett mit weißen Kästchen links oben. Nach dem Zerfall Jugoslawiens übernahm das unabhängige Kroatien zwar das Schachbrettmuster, allerdings mit einem roten Feld beginnend. Viele wollen den Unterschied nicht kennen. Das ist kein Ustascher Wappen, sondern alte kroatische geschichtliche Wappen. Dieser Wappen stammt aus 14. Jahrhundert. Diese Argumentation ist völlig belanglos. Auch das Hakenkreuz ist ein altes historisches Zeichen. Das gibt es auch seit 2000 Jahren, ja, mindestens. Und es ist trotzdem in Österreich verboten. Und genauso verhält es sich hier mit dem Wappen, das in dieser Form mit den weißen Ecken am Rande, ja, sozusagen eindeutig als faschistisches Wappen Kroatiens erkennbar ist. In Bleiburg gibt es Unmengen an Ustascha-Souvenirs mit diesem Wappen und diverse Faschistenkleidung zu kaufen. Bezahlen kann man bei den vielen Ständen in kroatischen Kuna. Das schwarze Hos bedeutet kroatische bewaffnete Kräfte. Damit sind auch Ustascha-Kämpfer gemeint. Der Slogan Sadom Spremni, für die Heimat bereit, ist die kroatische Variante des Nazi-Slogans Sieg Heil. Das Landesamt für Verfassungsschutz Kärnten, das faschistische Wiederbetätigung verhindern müsste, ist für den Report nicht erreichbar. Dafür lässt uns der Bezirkshauptmann ausrichten, dass das Ustascha-Wappen im österreichischen Abzeichengesetz nicht ausdrücklich angeführt sei. Hier ist es ganz eindeutig, es gab diese 13. SS-Division, die kroatische, und die hatte eben genau dieses faschistische Wappen, ja, als ihr Divisionsabzeichen, und als solches ist es verboten. Und ganz besonders ist es verboten, wenn es noch dazu in Kombination mit anderen Abzeichen der faschistischen Bewegung dauernd gezeigt wird. Und das haben Sie ja hier auf jedem T-Shirt de facto, auf der Hälfte aller Fahnen, die dort herumgetragen werden, ist diese Konnotation ganz eindeutig. Also warum sich die Behörde hier sozusagen blind stellt, ist mir nicht ersichtlich. Die kroatischen Rechtsextremen wissen es zu schätzen, dass sie in Österreich ihre Ideologie ungestört ausleben dürfen. Die österreichische Polizei schützt uns ja. Vor ein paar Jahren wollte mir jemand diese Kappe vom Kopf reißen. Die österreichische Polizei hat dem dann gesagt, es sei mein Recht. Ich bin wirklich traurig und mein Herz tut mir weh, dass ich in einem fremden Land mehr Freiheiten habe als in meiner eigenen Heimat. Man müsste es halt nur sehen, dass ein demokratischer Staat hier mit Füßen getreten wird, wenn antidemokratische Kräfte, die aus vielen Ländern Europas kommen, hier Veranstaltungen durchführen, die gegen die Demokratie gerichtet sind. Auch im nächsten Jahr soll die kroatische Massenveranstaltung wieder in Bleiburg stattfinden. Svijeću.